so rich, couple million just off of the clicks. Savage little baby in Fenty, baddest little bitty to Sentry. Internet blow up. Wunderschön, meine Lieben. So, ich habe letztens einen Kommentar gelesen, wo drin stand, aber wenn du eine Königskette trägst, warum siehst du aus wie ein Bauer? So, und für dich, Hauptschüler, habe ich jetzt auch, weil das war keine Königskette, habe ich jetzt mal eine Königskette angezogen, dass du das auch mal siehst, weil dann kannst du das jetzt nochmal schreiben. Natürlich nur auch, sofern du der Meinung bist, ich sehe damit aus wie ein Bauer. Link ist unten drin. Cynic 10, 10% auf alles, was Taipan zu bieten hat. Mich hat vorgestern einer angeschrieben, weil es da auch ein Angebot gibt, wenn man sich zwei kauft zum Preis von drei, natürlich hochwertige Sachen, ob ich davon auch profitiere. Nein, mein Code gilt nur für einzelne Ketten, aber natürlich trotzdem danke, dass du im Endeffekt zugeschlagen hast. Support ist Support und im Endeffekt weiß Taipan ja auch, wo es herkommt. So, wir kommen jetzt hier zu meiner Meinung nach besten Battle 2023. Es kann daran liegen, weil ich live da war. Also live war es auf jeden Fall das Beste, was ich gesehen habe, das beste Battle. Es gab letztes Jahr viele krasse Battles. Es gab, also Tobi Hajarabo war auf jeden Fall krass. Es gab viele, viele Battles, die wirklich nice waren. Safe. Aber ich glaube, Tobi Hajarabo sticht da noch ein bisschen raus wegen den Angles, weil die sich kennen, die haben sich attackiert. Da war keine richtig schlechte Runde dabei, in meiner Erinnerung. Für mich, darüber ist noch Karma gegen Kiruma. Das war für mich das Battle, also das energetischste Battle auf Augenhöhe. Die Runden waren nicht so lang. Man dachte vorher, das und das passiert. Dann ist der eine überperformt, der andere performt auch gut. Es geht hin und her. Geile Location sowieso, Spektakulum, Düsseldorf. Stimmung war krank. Das war für mich, das war für mich noch besser als Tobi Hai gegen Jarambo. Und, aber das Battle, das wir uns heute angucken, Sisyphos gegen Hiding John, ist für mich das beste Battle 2023. Und da gehen wir auch, ganz kurz noch, danke fürs Feedback. Es freut mich auf jeden Fall, dass viele Leute bei der Jarambo-Thematik meiner Meinung waren. Wie es immer bei mir ist, gibt es auch keine zwei Meinungen. Aber ich wurde angeschrieben, und das ist das dritte Mal, dass ich das sage, aber das dritte Mal auch nicht gelogen, und jemand meinte, ja, aber Cynic, du redest einfach gar nicht darüber, dass das dass Jarambo Selbstreflexion ausgeübt hat und schon in seinem Statement gesagt hat, dass er schon seit längerem drüber nachdenkt, sich zu ändern. Und jetzt hat er es halt gemacht. So. Und an alle Geistbehinderten, die denken, dass ich das nicht mit Jarambo sitzt da und sagt, ich habe schon längere Zeit darüber nachgedacht, ob das vielleicht, ob das gut ist, ob ich nicht mal was ändern kann. So, längere Zeit, was sagen wir, worauf einigen wir uns? Ein Jahr, halbes Jahr, ist eine längere Zeit, oder? Nehmen wir die Spanne. Seitdem er darüber nachdenkt, hat er, ich glaube, zwei Battles gehabt. Lass mich lügen. Eins gegen Karma. Das andere weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat er ein Battle gehabt im November. Im November und im Januar. Also im 2-Monate-Takt hat er gebattelt. Und das Battle, worüber wir jetzt reden, war, glaube ich, im März. Ne? Also er hat in der Zeit, wo er schon nachgedacht hat, sich zu ändern, noch zwei Battles gemacht. Komplett im Jarambo-Style. Keine Spur von Selbstreflexion. In diesen zwei Battles keine Spur davon. 2 Monate später, längerer Zeitraum, 2 Monate, befindet er Lines für gut, bringt die und lässt die rausstreichen. Und Leute sagen, das ist Selbstreflexion. Wie gesagt, an euch Mongos, lasst uns daraus wenigstens dann eine Blitz-Selbstreflexion machen. Weil eine Selbstreflexion über einen langen Zeitraum sind für mich ein paar Monate bis zu ein paar Jahren. Und wenn du da nicht drauf kommst,
zwei Monate vorher das machst, vier Monate vorher das machst und heute dann das machst und dann kommt eine Konsequenz und dann auf einmal dazu sagen, ich habe auch schon länger drüber nachgedacht, wer dran glaubt, ist gut. So, also, wir kommen jetzt zu dem, wofür wir alle hier sind. Don't let the label you! Den gucke ich mir nochmal ganz genau an hier. Das neue Model von Diltily. Tätowierung auf der rechten Halsseite. Nase ist ein bisschen krumm. Sehr, sehr hohe Stirn. Bartwuchs ist ein absoluter Scherz. Da ist noch eine Tätowierung, was da? Kann ich nicht genau erkennen. Eieieiei. Oh, auch. Hä? Tobi. Das dauert aber nicht mehr lange. Das wird gut, glaube ich. Ja! Genau so. Das wird gut, glaube ich. Trigger Warning. Ah, nochmal ganz kurz zum Thema Jarambo. Zum Thema, er hat sich da nochmal Gedanken gemacht. Wenn dann jetzt jemand sagen sollte, sorry, mich lässt sowas nicht los, weil wie gesagt, Dummheit triggert mich und wenn ich was sage und jemand ist dann der Meinung, der kann das damit auskontern, muss ich natürlich nochmal was dazu sagen. Deswegen, für die ganzen Spastis nochmal. Wenn du dir seit längerem Zeitraum denkst, du änderst dich jetzt, machst das nicht, machst es auf einmal, weil irgendwas passiert und Leute sich beschweren, und du dann was änderst, dann ist das nicht Selbstreflexion. Weil Selbstreflexion, wie das Wort schon sagt, ne, kommt von einem selber. Und nicht, weil sich zwei, drei Menschen auf einmal beschweren und du zwei Monate vorher noch komplett übertrieben hast. So, meine Lieben, kommen wir jetzt zum meiner Meinung nach besten Battle des Jahres 2023, Dezember Nummer 7, Sisyphos gegen Hiding John. Ich habe es seitdem auch nicht mehr gesehen und ich freue mich da richtig drauf, weil ich habe auch schon viele Sachen vergessen. Wer ist das, Jarambo? Playboy-Anzug. Muss eigentlich Jarambo sein, oder? Ey, yo, Berlin, was geht ab? Grüße gehen auch raus. Der hat mir auch nach meinem Statement-Video geschrieben, hey, ich wollte nur nochmal sagen, in den meisten Punkten gebe ich dir recht, aber ich habe halt des und deswegen unter anderem aufgehört, aber mit dem, was du am Ende sagst, hast du recht. Also, der war nicht sauer, der hat das so gefressen, der war mit den meisten Sachen auch d'accord und nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Wir haben ein richtig geiles Match für euch. Auf der einen Seite, der, dessen Namen niemand schreiben kann. Vor kurzem... Ja, absolut. Da habe ich mich letztes Mal schon darüber aufgeregt, auf jeden Fall, wie man sich so einen Namen aussuchen kann als Battle Rapper. Naja, hat genau eine lange Pause gehabt, Sisyphos. Sein Comeback im kleineren Kreis heute endlich wieder auf der großen Bühne am Start. Macht mal bitte Lärm für Sisyphos. Ja, genau. Comeback gehabt gegen Celine. Da haben wir auch Auge drauf gemacht. Das war jetzt nicht so crazy. Um wieder reinzukommen. Und dann schauen wir gleich mal, ob er dann auch wieder reingekommen ist. Und auf der anderen Seite, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Jack Black macht deutschen Battle Rap. Macht bitte Lärm für Hiding John. Auf dieser Seite geht's auch los. Gib ihm. Ja, Hiding John, Mr. One-Liner, Setup Punch. Ich habe auch ein Video gehabt, wo ich, glaube ich, im Thumbnail auch geschrieben habe, der lustigste Battle Rapper. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Das ist, es gibt kein, glaube ich, kein schlechtes Hiding John Battle. Es sind immer Lacher garantiert.
Und klar kann man so ein Urteil natürlich auch als Gegner dann gegen ihn verwenden, weil wo sind da die Ecken und Kanten? Es gibt auch keine ernsthaften Battles dann von ihm, wenn es halt immer lustig ist. Genau. Es sieht jetzt erstmal, also ich habe von dem Battle nicht viel erwartet, außer dass ich mir dachte, Hiding John, es wird schon lustig. Und Sisyphos Qualität ist ja auch Bombe. Hiding John gegen Sisyphos. Ey, dieses Matchup ist doch schlicht gestört. Debattierclub trifft Theater. Da würden viele Geld zahlen, um das nicht zu hören. Und vorab, ja, du bist einer meiner Lieblings-Battle-Rapper. Ich finde deine Lines und die Art, wie du sie kickst, nice. Aber meine Lieblingspizza ist halt auch Pizza Hawaii, also weiß ich nicht, was das für dich heißt. Und ich habe mich auf dein Comeback gefreut, aber einen Tick zu früh. Denn du hättest jeden battlen können und du pickst Selün. Ja, pick doch Fried. Ja, das haben wir auch, das haben wir auch, was heißt wir? Ich habe das ja auch bemängelt, oder ich und meine Gleichgesinnten haben das ja auch bemängelt. Ist schon, fürs Cup ist nachvollziehbar, aber ist schon schwach. Früh, denn du hättest jeden battlen können und du pickst Selün. Ja, pick doch Friedrich Schiller, du Gefährlicher. Du wolltest wohl, dass zu deinem ersten Matchup kein Gegner, sondern Opfer kommt. Conor McGregor macht sein Comeback und schmeißt erstmal einen Säugling durch den Oktagon. Das Oktagon. Und wo bist du überhaupt so lang gewesen, hä? Warum so lustlos? Tristan Maximilian Augustus. Was für ein Name! Das ist doch mal nobel, oder nicht? Der gehört nicht auf eine Battlecard, der gehört auf ein Polohemd gestickt. So, und diese Reaction ist nicht, weil die Line jetzt so crazy war, sondern weil die Lines bis jetzt alle gut waren. Ich weiß nicht, die wievielte Line, gefühlt fünfte oder sechste Line, immer Zweizeiler. Fünf oder sechs Stück und alle sind lustig. Alle sind gut. Und irgendwann ist dann halt nochmal so, okay, weißt du was, komm, wir haben jetzt gelacht und nochmal gelacht und nochmal gelacht und nochmal gelacht und hey, okay, geil. Dafür ist das. Auf eine Battlecard, der gehört auf ein Polohemd gestickt. Sein Kind so zu nennen, ist ein perfekter Move. Da gibt es die Theater AG-Anmeldung zur Geburtsurkunde direkt dazu. Tristan Maximilian Augustus. Allein der Name ist schon große Prosa. In deinem Kinderzimmer hing bestimmt ein Mozart-Poster. Das ist ein Name zum Rom erobern. Dein Name ist nicht nur adelig, dein Name gibt Vibes wie: Sie können mich von Ihrer Schauspielschule nicht ablehnen. Wissen Sie denn gar nicht, wer Wer mein mein Vater Vater ist? ist? Alles sitzt. Es sind natürlich keine Lines, die wehtun, muss auch nicht, aber das sind alles gute Punchline auf seinen Nacken. Und was nochmal ein anderes Level ist, wenn du auf denselben Reim zwei Punchlines bringst. Also das Setup und der Name ist große Prosa. Du hattest in deinem Kinderzimmer bestimmt ein Mozart-Poster. Reicht schon, ist in Ordnung die Line. Und dann, das ist ein Name zum Rom erobern. Auch nochmal auf denselben Reim, nochmal eine Punchline. Next Level. Eine Nummer schwieriger. Glaub mal, dass du dich nach Name ist nicht nur adelig, dein Name gibt Vibes wie: Sie können mich von Ihrer Schauspielschule nicht ablehnen. Wissen Sie denn gar nicht, wer mein Vater ist? Und das ist auch so ein bisschen so dieses Charlie Clips Ding, oder was ich auch voll oft habe, nicht um mich jetzt mit dem gleichzusetzen. Übrigens, Charlie Clips gegen, was war das, Loso? Eins der besten Battles seit langem, ist schon super alt, das Battle. Also Smack haut ja immer super spät raus. Aber ich habe das geguckt und dachte mir so, krass, es gibt doch noch gute Battles im Amiland. Also Sachen, die man auch selber feiern kann. Charlie Clips gegen Loso, drei Runden, Feuer, Feuer. Und der Beweis, dass Charlie Clips auf jeden Fall einer der Goats ist. Für viele der Goat auch. Für mich nicht. Der kommt am 4.5. In den Festsaal Kreuzberg und heißt Hallo the Dawn. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, Charlie Clips. Hiding John, also klar, Thema Reime. Zimmer hing bestimmt ein Poster. Mozart-Poster. Das
Das ist ein Name zum Rom erobern. Dein Name ist nicht nur adelig, dein Name gibt Vibes wie... Dein Name ist nicht nur adelig, also einfach nur, dein Name ist nicht nur adelig, dein Name gibt Vibes wie, sie können mich hier gar nicht von der Schule schmeißen, wissen sie denn nicht, wer mein Vater ist? Adelig, Vater ist und dazwischen reimt sich gar nichts. Ist aber auch vollkommen fein, also nach dem Prinzip verfahre ich ja auch, ist auch vollkommen fein, wenn die Line am Ende gut ist. Weil was sollst du da jetzt noch gezwungenermaßen irgendwas reinhauen wie, ja und gleich, die beide, Deibe, Deibe, Vater ist, hört sich vielleicht nicer an, aber die scheppert auch so ganz genauso und du sagst so nur das, was gesagt werden muss. Weil viele denken sich ja auch so, okay, ich muss jetzt hier noch ganz viel reinbasteln, damit auch, wenn die Punchline so gut ist, reicht das. Wie gesagt, Charlie Clips macht teilweise, oh mein Gott, also wirklich einsilbig, ne, einsilbig, und aber es scheppert. Sie können mich von Ihrer Schauspielschule nicht ablehnen. Wissen Sie denn gar nicht, wer mein Vater ist? Glaub mal, dass du dich nach heute Abend zurück in den Adel wünschst. Denn ich bringe heute solche Parts, dass deine Fam entrüstet die Nase rümpft. Wir halten kurz fest, eine Runde voll mit Punchlines. Punchline-Dichte. Jede Line ist lustig. Jede. Jede Line ist gut bis sehr gut. Ja, dein Name ist schon richtiger Flex und nur einer von vielen witzigen Facts über Tristan im Netz. Denn in seiner Schauspielakte stehen alle seine Kenntnisse und das sind ganz schön viele. Unter anderem Grundkenntnisse in Bouldern, Kung-Fu und Pantomime. Das ist deine Schauspielakte. Wofür brauchst du das da, Bro? Die Premiere steht kurz bevor. Das Stück wurde noch nicht tausendmal geprobt. Doch die Treppe zum Proberaum gesperrt und jetzt brennt auch noch der Aufzug lichterloh. Alles für Tristan kein Problem, denn der bouldert ganz entspannt an der Hausfassade hoch. Ich meine, gerade mir sollte egal sein, wie andere ihre Freizeit ausgestalten, aber komm hier nicht mit Zirkusbars, ey, wer im Glaskasten sitzt, sollte die Schnauze halten. Und du meintest, du bettelst nur, wenn es dir schlecht geht. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, Mäus. Junge, sehe ich aus wie dein Scheiß-Therapeut? Ihre Freunde isolieren sie also mehr und mehr und lassen sie schlichtweg allein. Haben Sie schon mal probiert, nicht so ein überheblicher Wichser zu sein? Ja, deine mentale Verfassung wird heute Thema, denn die psychisch Labilen sind mein Beuteschema. Ich bin zwar kein Killer, aber ich schreibe die schönsten Grabreden. Kein Schläger, aber tödlich im Nachtreten. Und Tristan denkt, das hier wäre sein Safe Space und hier kennt er sich aus. Doch ich roll Maximilian Augustus den roten Teppich hier raus. Ich beende deinen Aufstieg auf einen Schlag und du siehst nicht mal, von wo die Punches fliegen. Das sind Grundkenntnisse in Bouldern, Kung-Fu und Pantomime. Du machst das Bett. Bouldern, Kung-Fu und Pantomime. Ach, treten. Und Tristan denkt, das hier wäre sein Safe Space und hier kennt er sich aus. Doch ich roll Maximilian Augustus den roten Teppich hier raus. Ich beende deinen Aufstieg auf einen Schlag und du. Ich beende deinen Aufstieg. Du siehst nicht mal, von wo die Punches fliegen. Du siehst nicht, von wo die Punches fliegen. Das sind Grundkenntnisse in Bouldern, Kung-Fu und Pantomime. Du machst das Battle, damit's dir besser geht. Das ist ja wohl ein schlechter Film. Ich mach das Battle, damit's dir schlechter geht. Das ist, warum man battlen will. Und dass du nur noch Battles machst, wenn's dir schlecht geht. Als Fan ist das prima für mich. Denn nach diesem Match bist du nächstes Jahr aktiver als ich. So. Classic Hiding. Also natürlich noch ein bisschen, was waren es jetzt, 4 Minuten? 4 Minuten und 4 Minuten nur Punchlines. Alles überm Durchschnitt bis sehr gut. Da war jetzt nicht die Überline, der Überquotable dabei auf jeden Fall. Aber, also das ist eine sehr, sehr gute Runde.
Und wenn man ja meckern muss, da man ein Auge macht, fehlt da nur ein bisschen Abwechslung. Ne? Also es ist wirklich alles komplett dieselbe Vortragsweise, immer gute Lines. Auf der einen Seite macht es das mit der Vortragsweise natürlich viel schwieriger, die Leute bei Laune zu halten, 4 Minuten lang. Aber wenn der Inhalt so geil ist, dann passt das auch. Und den Glaskasten hätte er ein bisschen geiler machen können. Das ist das Einzige, was ich zu meckern habe. Ist eine sehr, sehr gute Heiding-John-Runde. Wie ihr gerade hört, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Top. Geht nicht in die Tiefe, trifft auch nicht im Herz, lässt den Gegner aber doof aussehen, aber jetzt nicht so, dass man da jetzt nicht wieder rauskommen würde. Aber es war eine sehr, sehr, sehr schöne Runde von Heiding-John. Sehr lustig. Und was das Bemerkenswerte ist, keine einzige Line, die nicht gezogen hat. Findet mal so eine Runde. Hey, oh, Berlin, so kann's weitergehen, oder? Schreibt mir mal her! Erste Runde, Sisyphos. Hey, hey, hey! Ruhe. Ey, deine Begleitung will mir da oben Real Talk die ganze Zeit Schokobons andrehen. Du glaubst auch, du kannst hier mit den ganz gewieften Tricks auffahren und kannst schon vor dem Battle aufatmen, aber kleine Schokoladenkugeln schmecken mir nicht. Das hier ist eine Ausnahme. Ich rede heute 3 Runden. Ich weiß nicht, ob das Real Talk ist, weil Heiding das auch nicht bestätigt, aber auch nicht so richtig denied. Also entweder wollte er jetzt einen überragenden, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Freestyle war oder nicht, oder ob das Real Talk ist oder nicht, aber ich würde sagen, es ist eher ein Freestyle, weil die Line halt keinen Sinn macht. Schokokugeln, aber hier mache ich eine Ausnahme. Ich weiß nicht, in welcher Welt Heiding John eine Schokokugel darstellen soll, aber ich höre nochmal rein. Zeit Schokobons andrehen. Du glaubst auch, du kannst hier mit den ganz gewieften Tricks auffahren und kannst schon vor dem Battle aufatmen, aber kleine Schokoladenkugeln schmecken mir nicht. Das hier ist eine Ausnahme. Ich. Nee. Also ich denke, das war Freestyle. Ich rede heute 3 Runden nur über ein einziges Thema, nämlich Jonas redet nicht gerne über ernste Themen. Deshalb kleiner Disclaimer der Fairness wegen, ich rede heute über ernste Themen. Ich rede über Depression, Todesangst und Herzprobleme, Selbstverletzung, Hass und Selbstmordpläne, weil mir so kleine Pisser so sensationell auf die Nerven gehen. Ich finde ein Battle gegen Jonas schon im Ansatz doof. Du bist ein notwendiges Übel wie Regionalbahnklos. Du bist drei... Du bist... Du bist 3 Millionen Battles im Jahr. Du bist genau da, wo der Diltily Standard ist. Jamie hat dich eingespeichert und da warum nicht? Du bist. Was, Alter? Was? Geil, kommt auf demselben Level rein. Und wie gesagt, Battle Rap lebt von Überspitzungen und Übertreibungen. Man kann Heiding John sagen, dass er der Standard ist. Und man kann jetzt nicht großartig sagen, hey, wovon redet der denn? Aber natürlich ist Heiding John nicht der Standard. Heiding John ist überm Standard, aber Heiding John stellt auch nicht die Spitze dar. Das heißt, man kann so eine Line schon mal so überspitzungstechnisch stehen lassen. Jamie hat dich gespeichert unter warum nicht, ist humormäßig überragend und auch irgendwo richtig, weil der steht halt zu oft auf den Flyern, als das jetzt was Besonderes wäre. Also bei anderen Leuten, wie jetzt zum Beispiel Mighty oder bei mir oder bei Leuten, die halt... wo es was Besonderes ist, wenn die battlen, dann wird die Line halt nicht ziehen. Aber Heiding John battelt natürlich so viel, dass es passt. Du bist zuverlässig. Bei dir weiß man, was man kriegt. Da hat man immer was zu lachen. Die Leute schreiben so einen Mist. Du bist als Gegner völlig uninteressant. Weil du hier den Anschein erwecken willst, du wärst völlig uninteressant. Du willst, dass es sich gegen dich beschissen schreibt. Du bist gerne lame, weil du glaubst, dass das Defense heißt. Doch zu dem Battle... Maximum clever, richtig, kann ich alles unterschreiben. Der ist als Gegner maximal uninteressant und dazu auch noch ein bisschen gefährlich, weil der ja sicher über dich lustig machen kann, auf eine gute Art und Weise, wie wir gerade gemerkt haben. Und das ist ein sehr schöner Approach, das ist ein sehr schöner Angle. Und der stimmt. Und dagegen kann man auch eigentlich nichts sagen. Ist halt, man merkt schon, das ist geistig auf einem anderen Level, was hier passiert. Das du brauchst, gehören immer 2. Es gibt 3 Themen gegen dich. 2 davon sind dein Hals, aber dich... Ja.
So, und jetzt stand ich auch da oben und dachte mir so, geil. Geiler Start in Battle. Das waren nicht irgendwie so zwei Glückstreffer von Sisyphos am Anfang, sondern jetzt weiß man, das Battle ist ungefähr auf dem Level. Weil es halt auch selten der Fall ist, jetzt, dass die erste Runde in einem Battle wirklich die geilste ist. Oh, die Agentur. Jules! Was gibt es? Bist du busy? Nee, erzähl, was brauchst du? Ich habe nämlich gerade von DHL hier so Live-Ticker bekommen, dass die das Paket liefert zwischen 14.15 Uhr und 16 Uhr. Hm. Hättest du gegebenenfalls heute noch Zeit herzukommen, dass wir das abdrehen? Boah, ist das wichtig? Also, wie ist das bei euch morgen? Geht das nicht oder ist. Naja, der Timo ist halt heute da und das wäre halt perfekt, weil dann könnten, weißt du, dann würde er sich den Weg sparen, dann nochmal irgendwie herzukommen. Ja. Ja, okay, dann komme ich nachher. Wann soll ich da sein? Naja, dann komm doch so um 15 Uhr. Okay, passt. Ich drehe jetzt noch ein Auge und dann mache ich das, schneide ich das, lad das hoch und dann bin ich um 15 Uhr da. Okay, ja, wenn du irgendwie 15:30 Uhr da bist, passt. Nee, passt. Ne? Also, 3 Uhr schaffe ich. Okay, alles klar. Alles klar. Ich hoffe, dass es bis dahin da ist. Bis dahin, jo. Ciao. Ja, habe ich gerade im Telefonat gelogen, ne? Habe ich gesagt, ich schneide noch. Schneide ich aber nicht, lasse ich so drin. Aber dich stört das... Julia, Vorgesetzte von Endgame. ...nicht. Und auch die Community amüsiert sich königlich. Brian Damage... Nein, nicht mach mal Lärm. Ich habe letztens auch wieder was... Wo habe ich das gesehen? Da hat ein Host so übertrieben. War das Anno? Ich weiß nicht, es war irgendein Battle im Spektakulum. Ich glaube, es war Anno. Und der Host hat die ganze Zeit die Leute animiert zum Lautsein. Kein Host braucht die Leute animieren zum Lautsein. Lass die natürlich reagieren. Schrei nicht rein. Künstel das Ganze nicht hoch. Guck mal bitte. Also Jarambo, zufällig ist der das jetzt, aber... Geile Line. Zwei. Es gibt drei Themen gegen dich. Zwei davon sind dein Hals. Aber dich... Lustig, Lacher, super Line. Noch ein bisschen Nachgelache, nachgemurmelt. So, vollkommen fein. Und gleich, jetzt wartet er und macht weiter. Der trinkt was. Und warum sollen die jetzt Lärm machen? Die haben doch schon. Die haben doch schon Lärm gemacht für die Punchline, adäquat. Was soll das? Das ist fake. Macht das nicht. Aber dich stört das nicht. Und auch die Community amüsiert sich königlich. Brian Damage kommentiert geil. Debattierclub gegen Theater. Bitte töte mich. Denn ich schwöre dir, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Es war Vintage-Recherche, Tristan. Ich blieb auf jede Nacht, hab deine Battles geguckt. Interviews, Stories, keine Pause gemacht. Debattierclub, Zeitungsartikel. Dein Bericht über das Streitkultur erst die Wochenende in Reutlingen. Wer braucht so einen Quatsch? Ey, Jonas Adamek, alias... Geil, dass die beide auch recherchemäßig auf demselben Level sind, macht das Ganze natürlich noch geiler, weil beide auch mit Infos gut arbeiten können. Skipper, ja, als Delfin trete ich an deiner Stelle hier auch nicht mehr an. Und 125 Euro für einen Kinderschnupperkurs im Zirkus, ich glaube, es hackt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß, dass du kein Tschechisch sprichst. Ich weiß, in deiner WG liegt Holzfußboden. Ich weiß, du hast... Da wird einfach nur gefeiert, dass der wirklich seine Hausaufgaben gemacht hat. Jetzt kommt, das ist geil, zu wissen, dass einer recherchiert hat, sich Gedanken gemacht hat. Das ist einfach feierwürdig. So schön, weil da weiß man, dass die Qualität der Lines automatisch schon besser werden kann. Ich weiß, in deiner WG liegt Holzfußboden. Ich weiß, du hörst leidenschaftlich Ski-Agu. Dich zu recherchieren ist eine... Hey, was denn? Ich weiß, in deiner WG liegt Holzfußboden. Ich weiß, du hörst leidenschaftlich Ski-Agu. Dich zu recherchieren ist eine Folter, Jonas. Ich weiß, du hast all immer auf der Events, immer alleine und deplatziert im Backstage aus. Ich weiß, du hast sogar dein eigenes Tour-and-Two über Discord geschrieben. Die Punchline gibt's mit nach Hause, die ist zum selber bauen. Ich weiß, ich weiß, ich
Ich weiß vom Brand Health Monitor und der Corporate Influencer Academy an deinem Arbeitsplatz. Ich weiß, dass euer Büro jetzt hundefreundlich ist, weshalb auch du da sein darfst. Ja, Sisyphos fühlt das Ganze natürlich sehr, aber es, für mein Empfinden passt das jetzt nicht so, also ist das ein bisschen, man muss es den Leuten nachsehen, weil die Gefühle auf der Bühne sind halt crazy. Ich als Außenstehender muss jetzt sagen, das passt für mich nicht ganz so rein vom Gefühl her, aber ich kann ihm da keinen Vorwurf machen, weil er war natürlich nervös vom Battle, voller Festsaal, und wenn du dann merkst, das läuft alles, da kann man auch mal bei so Kleinigkeiten einfach, was, so, ja. Und Sisyphos ist auf so einem hohen Level, dass ich dem diese Line hier. Academy an deinem Arbeitsplatz. Ich weiß, dass euer Büro jetzt hundefreundlich ist, weshalb auch du da sein darfst. Diese Line ist für mich unter seinem Niveau. Und das ist eine in Ordnung Line, eine gute Line, um die so einzubetten in andere gute Lines. Und die Leute feiern das ja, weil es am Ende von einer Kette von guten Lines ist oder generell das Level sehr hoch ist. Aber Sisyphos ist auf so einem hohen Level oder gerade auch hier, man merkt einfach, wie outside the box der denkt und schreibt. Das sind geile Ansätze auf jeden Fall und Sachen andeuten hier. Ich weiß, dass du im Discord, dass man die Punchline ist zum selber bauen. Und jemand, der so clever ist und so geil spezifisch denkt, outside the box, ist so, dann euer Büro ist hundefreundlich, deswegen darfst du auch da sein, ist unter seinem Niveau, passt hier natürlich voll rein. Ich will das nur mal sagen, um zu sagen, wie viel ich von ihm und seinem Battle Rap Brain halte. Kommen wir auf die Sachen, Alter. Ich weiß, du hast letztes Jahr im Debattierclub-Finale gestanden zum Thema, ob wir alle mit MacBook und Chai Latte im Coworking-Space sitzen und Dating-Apps erfinden sollen. Ich weiß, du sitzt heute dank hybrider Arbeitsmodelle im Agenturgarten deiner Werbeagentur und denkst dir, lol. Und ich weiß, deine Recherche, die war nämlich so. Du hast dich angekündigt, du kommst zu meiner Theatervorstellung vor 3 Wochen. Ich habe gesagt, klar, komm, ich spiele da einen Monolog. Ich habe mich gefreut. Cross-Promotion. Ich habe keine Ahnung von Werbung. Sagt man das so? Auf jeden Fall nice, dass endlich mal jemand den Theater-Angle anders approached. Und dann kommst du eine halbe Stunde zu spät, Alter. Was ist bei dir los? Das ist nicht Diltily. Wenn da steht, es geht um 20 Uhr los, dann geht es... Jetzt weiß ich auch wieder, ich weiß doch ungefähr, was gleich auch noch kommt für Sachen. Was ich an diesem Battle so gefeiert habe, ist also bis jetzt, es gibt einfach keine Atempause. Also es gibt keine Sachen, die ins Leere gehen, es gibt keine ruhigen Phasen. Es sind die ganze Zeit Sachen, die passen und treffen und lustig sind und geil sind. Ohne Pause. Ja. Auch drüber, aber jeder, wie er meint. Das Ding ist ja, also, ich kenne auch deine Recherche. Das heißt, Hiding John hat ihn wirklich vorher angeschrieben und gesagt, ja, ich komme, Dingsbums. Er sagt, ja, komm vorbei, guck dir mein Theaterstück an. Ist crazy, aber wenn ich mir vorstelle, einer wird schreiben, ich komme zu deinem Solo, mein nächster Gegner, würde ich auch sagen, komm, weil ich weiß ja, ist Bombe. Deswegen mein erster Gedanke war so, warum will der, dass der zu seinem Schauspiel-Solo kommt? Das ist bestimmt so ein kleines Independent-Krepelstück, aber wenn er das selber feiert und gut findet und das gut macht, warum soll er nicht fein damit sein, dass der kommt? Ich habe gesagt, ja klar, komm, ich spiele da einen Monolog. Ich habe mich gefreut. Cross-Promotion, ich habe keine Ahnung von Werbung. Sagt man das so? Auf jeden Fall nice, dass jemand den Theater-Angle anders approached. Und dann kommst du eine halbe Stunde zu spät. Alter, was bei dir los? Das ist nicht Diltily. Wenn da steht, es geht um 20 Uhr los, dann geht es um 20 Uhr los! Ihr kommt zu dritt nach über der Hälfte des Stücks rein, um den Leuten, dem Publikum, mir auf der Bühne übel auf den Sack zu gehen. Und heute rappst du ein Angle über ein Stück, das hast du nicht im Ansatz ganz gesehen. Und dann schreibt mir der Bro, mit dem du da warst. Und es ist so nice, ich krieg das schnell abgelesen. Vielen Dank für diese Vorstellung.
Ich bin beeindruckt davon, wie unfassbar gut du diese Emotionen übertragen konntest. Ich glaube, ich muss öfter mal ins Theater gehen. Ey, du glaubst, du nimmst mich hoch. Du kommst an meinen Arbeitsplatz und dringst in mein Privatleben ein. Und deine Begleitung schreibt mir direkt danach, alter Mann. Arbeitsplatz, Privatleben eindringen. Schließt sich das aus oder gehört der Arbeitsplatz zum Privatleben? Ich glaube, letzteres, ne? Dann war das geil. Du wirst Brian Damage heute richtig verzücken. Du rappst die Theaterlines, die seit 3 Jahren in deinem Schreibtisch schimmeln. Ich bin sicher, die zünden, denn du bist schlau. Rapper wie du sind richtige Füchse. Du willst, dass ich das auch mache. Sisyphos Brain ist auf einem anderen Level auf jeden Fall. Also er macht den, er macht so ein bisschen den Eminem. Erste Runde, obwohl er hat den Coin Toss wahrscheinlich verloren, sonst wäre das die erste Runde des Battles gewesen. Nimmt vorweg, du warst bei meinem Stück und du wirst heute das und das machen. Heiding hat es in der ersten Runde nicht gemacht, wahrscheinlich kommt es noch. Du bist schlau. Also ich kenne deine Dingsbums und wahrscheinlich machst du das und das. Und jetzt macht das aber nochmal anders, noch einen anderen Twist. Richtig verzücken. Du rappst die Theaterlines, die seit 3 Jahren in deinem Schreibtisch schimmeln. Ich bin sicher, die zünden. Das ist taktisch clever. Vorausnehmen, du bringst die und die Lines, ja sicher sind die gut. Denn du bist schlau. Rapper wie du sind richtige Füchse. Du willst, dass ich das auch... Er ist aber selber der Fuchs. ...mache. Über deinen Hals rappe, über Chiago, deine Werbeagentur, weil das kann dich vor Schlimmerem schützen. Du willst, dass ich das auch mache. Und er hat's ja schon gemacht. Also deckt einfach alles ab. Aber das Geheimnis deines Körperbaus ist übrigens hiermit gelüftet. Du bist Gehirn bis zur Hüfte. Noch einen geilen Scherz mit eingebaut. Okay. Gerade noch gerettet, ey. Ey, aber das Geheimnis deines Körperbaus ist hiermit gelüftet. Du bist Gehirn bis zur Hüfte. Ich scheiß auf meine Recherche. Ist mir egal, was ich weiß. Es wird mir nichts nützen. Ich rappe das, was ich über dich nicht weiß. Und das ist spannender als alles, was ich über dich wüsste. Zeit. Also, ist ein bisschen wischiwaschi am Ende, weil er deckt halt einfach alles ab. Ist mir egal, was ich weiß, und er weiß ja ein bisschen was. Er hat ja vorher schon gesagt, was er weiß. Und du bist schlau, aber er ist selber schlau. Du denkst, ich mach das und das, und er hat es aber schon gemacht, und du machst bestimmt das. Also, das ist so taktisch angreifbar, aber nicht in einem Freestyle-Konter angreifbar, weil es viel zu komplex ist. Also Sisyphos hatte mehr Reactions, aber auch gefühlt die viel längere Runde. Hiding John hat 4 Minuten. Und Sisyphos hat 6. 4 gegen 6 Minuten ist schwierig. Also wie bewertet man jetzt diese Runde? Wenn ich die jetzt bewerten müsste, würde ich sagen, ein Drittel länger zu rappen als der Gegner ist schon crazy, weil Hiding John hat jetzt nicht 4 Minuten durchgespittet, sondern der hatte auch Reactions. Gefühlt nicht so lange von der Zeit her wie er, aber ich würde ja gerne unentschieden geben, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die ganz, ganz knapp an Hiding John geben. Ganz, ganz knapp. Sisyphos hatte so einen Mini-Stumbler drin, war kurz aus dem Text raus, aber ist auch nur aufgefallen, weil er es selber gesagt hat. Sonst hätte man es überspielen können. Aber der Schwierigkeit, also, boah, ist echt schwer. Man kann es auch genauso gut an Sisyphos geben, ne? Weil da waren, Hiding John hatte mehr Punchlines und lustigere Punchlines. Sisyphos hatte auch geile Punchlines, war auch lustig, aber auch geil verkopft und Sachen gebracht, die man gegen Hiding noch nicht gehört hat. Aber trotzdem sehr all over the place. Der wollte, der hat zu viele Sachen da reingepresst. Also aus Battle Rapper Sicht, die perfektere Runde war von Hiding John, aber Sisyphos war breit gefächerter so. Und aber auch Hiding John war aber auch simpler, ne? Der hat jetzt nur quasi Namen und Status und Schauspieler, Hobbys. Und er hat schon angedeutet, dass er heute ein bisschen in die Psyche gehen will. Also, bin ich ganz ehrlich, die kann ich mit genug Argumenten in beide Richtungen entscheiden. Deswegen, da es die erste ist, muss ich ja jetzt hier noch keine Entscheidung treffen.
Das ist so eine Runde, da kann man gucken, in welche Richtung das Battle geht. Geht es Richtung lustig oder Richtung ernst? Wenn es Richtung lustig geht und der am Ende besser aussieht, dann geht die leicht trotzdem an Heiding John, weil die besser ins Konstrukt passt. Oder wenn das Battle ernst bleibt, dann geht die Runde leicht an Sisyphos, weil er der Einzige ist, der hier auch schon ein bisschen was Ernsteres gebracht hat. Und das sind zwei Killerrunden gegeneinander. Berlin, haben wir ein Battle oder was? Wer Dilltilly noch nicht abonniert hat, abonniert das mal. Kann da nicht sein, dass ich hier mit meinem Krepels-Kanal mehr Abos habe als die. So kann es weitergehen. Zweite Runde, Heiding John. Du meinst, ich wäre in dein Privatleben eingedrungen und da wirst du ganz schön laut. Aber wer meinte zu mir in der Vorbereitung, er hatte überlegt, sich meine Werbeagentur einfach mal anzuschauen, Junge, was du laberst. Ja. Oh. Geil. Ein bekannter Rapper hat gerade geantwortet, Sonntagabend. Ich lasse einfach alles mal drin, was so jetzt so passiert. Am Montag in Berlin. Vielleicht schon Sonntagabend. Lass mich mal ganz kurz checken. Sonntag, Montag, Moira, okay. Da kommt die. Das heißt, ich frage jetzt nochmal die Julia, die mich eben angerufen hat. Jo, ganz kurz. Der Vater hat sich gemeldet. Hier, Rapper, kennst du ja. Der ist ab Montag in Berlin. Also könnten wir theoretisch Montag oder Dienstag noch einen Dreh einschieben. Sagen wir mal, ob das klappen würde. Was du? Ja, und ich kam eine halbe Stunde zu spät. Jo. Das ist einer von den Kontern, die man sich sparen kann. Das ist nur, weil ihn das aufregt, Sachen klarzustellen. Also diese Klarstellkonter, habe ich selber auch schon oft genug mit reingeschissen, die müssen eigentlich verboten werden. Also da muss jeder Battle-Rapper für sich eine Sperre drin haben, nach dem Motto, brauche ich gar nicht. Weil die gehen immer in die Hose. Du meinst, ich wäre in dein Privatleben eingedrungen? Und da wirst du ganz schön laut. Aber wer meinte zu mir in der Vorbereitung, er hatte überlegt, sich meine Werbeagentur einfach mal anzuschauen, Junge, was laberst du? Ja, und da merkt er auch schon, dass das nicht zieht, deswegen hängt er noch hinterher, Junge, was laberst du? Und es ist auch unlogisch, weil du willst in meinem Brief und Sisyphos guckst du nach dem Motto, der kommt da gegen die Hose. Du sagst, ich dringe in dein Privatleben ein, aber du hast mir doch gesagt, du hast überlegt, dir die mal anzuschauen. Ist aber kein Eindringen, ist eine Überlegung, deswegen. Also der konnte das für den Arsch auf jeden Fall. Laberst du? Ja, und ich kam eine halbe Stunde zu spät. Jo, das ist schon wahr. Aber dadurch hatte ich im Vergleich mit allen anderen da doppelt so viel Spaß. Aber eins muss man dir lassen. Der Name Sisyphos passt zu dir wie die Faust aufs Auge genau. So lange, wie du für deine scheiß Aufgabe brauchst. Allein dein Intro gegen Celine. Wo bin ich nur so lange gewesen? Ich war im Kloster, um zu beten, lernte auf... Da habe ich mich auch drüber beschwert, ja. Yogamatten schweben, bin mein Großvater zu Ehren, dann im Totenreich gewesen, bin meinen Dämonen da begegnet, hab sie ohne Angst mit bloßer Hand erledigt und wie Totems angebetet. Ja, Tristan, du warst 3 Jahre weg. Kein Grund, dass du darüber jetzt drei Jahre rappst. Ich war in Osaka und Schweden, stand im Rohrbein und von dem Konditorenfreund gebeten, mit ihm Tortenteig zu kneten, Junge! Brauchst du Labertasche echt 1,5 Minuten, um zu sagen, ja, ich war ein paar Jahre weg, aber hurra, jetzt bin ich weg. Im Endeffekt muss man aber sagen, richtige Entscheidung von Sisyphos, der hat jetzt ein Battle so gemacht, was auch gar nicht so schlimm war, aber er ist dadurch wieder reingekommen, weil hier macht das ja nicht. Ey, der ganze Part war so krampfhaft lahm. Julo hat in der Zeit 3 neue Matches gefixt. Und wieder abgesagt. Ja, Sisyphos Götterstrafe dauert unendlich lang, eine sehr große Last. Doch er hat in der Zeit trotzdem nur 3-mal den Berg hoch geschafft. Und nicht nur gegen Celine, gegen Davy, da machst du's auch. 9 Minuten waren vereinbart. Du machst auf chillig 18 draus. Und wieder war... Das habe ich sogar gejudged in Stuttgart, ja.
Deine Ausschweifung unerreicht ohne Sinn. Denn wenn du nicht über Vincis Schwanz gerappt hättest, käme die Rundenzeit sogar hin. Und du hattest solche Angst, dass die Crowd deine Aussage nicht im Grunde checkt, dass du nicht nur deine Runde rappst, sondern auch gleichzeitig in der Runde rappst, warum es okay ist, dass du diese Runde rappst. Ey, Davy, du bist voll homophob, das geht gar nicht klar. Okay, ich habe jetzt auch voll viel über Vincis Schwanz in seinem Arsch gesagt, aber die zwei sind ja auch Freunde, da darf man das. Und Homophobie kann ja auch witzig sein, aber nur wenn man es nicht so meint. Und bei ihm hat es sich ja leider angeboten und ich kann auch nicht homophob sein. Ich habe mir schon voll viele Kleider angezogen. Junge, warum gerätst du da so in Panik, Mann? Du kommst ja schon ins Schwimmen, bevor Anna dich überhaupt was fragen kann. Du rechtfertigst dich da so viel, dass der Sinn am Ende völlig untertaucht. Davy kann sich selbst in 2 Minuten blamieren. Wie kann es sein, dass du dafür eine Viertelstunde brauchst? Und Real Talk. Immer noch keine Line, die untergeht, ne? Immer noch alles saftige Punchlines. Er wollte unsere Rundenzeit nachträglich stark erhöhen. Man könnte jetzt denken, er hat Übles im Sinn. Aber wahrscheinlich hat er nur gesehen, dass mein Kopf schief ist und braucht jetzt 6 extra Minuten, um das rüberzubringen. Und ich habe für diese Runde jetzt noch so 10 Sekunden Restzeit am Start. Oder wie Tristan sagen würde, Intro vorbei, jetzt kommt der Part. Aber ich nutze das jetzt lieber für eine kleine Englischlektion. Soll ja hier auch ein bisschen instruktiv sein. Also Tristan, listen and repeat. Time. Schöne zweite Runde von Heidi. Aber sehr kurz gefühlt. Ich glaube, das waren nicht mal 4 Minuten. Ja. 3,5 knapp. Ich liebe Battle Rap. Battle Rap ist so facettenreich, weil, also auch so kompliziert, weil du kannst ja dreimal drei Minuten, dreimal vier Minuten, nur überdurchschnittliche bis überdurchschnittliche Punchlines, lustige Punchlines haben wie Hiding John. Und das ist Bombe und das ist voll schwer. Aber spätestens, ja jetzt merke ich es nämlich gerade, spätestens in der dritten Runde ist so, haben wir irgendwas anderes, es spice nochmal ein bisschen was, was Ernstes, was Trauriges, was Lautes, irgendwas Leises, ein bisschen mit Tempo oder ein bisschen aggressiv oder irgendwas muss da noch kommen. Einfach nur dreimal 3-4 Minuten gute Punchlines ist crazy, aber reicht irgendwie auch nicht. Man muss auch ein bisschen variieren. Und das Gefühl habe ich jetzt hier gerade so ein bisschen. Wie ich gerade gesehen habe, wir müssen jetzt versuchen, für Dienstag machen wir jetzt Fahrt. Am besten Dienstag 13, 14 Uhr. Oh, Dienstag 13, 14, Montag 12, 13. Jo, mein Lieber, das ist ja geil. Für wie lange bleibst du denn? Also Montag 12.13 oder Dienstag 13, 14 Uhr. Check mal, ob das bei dir passt. Das wäre auf jeden Fall Bombe, das wird super passen. John, wir machen direkt weiter. Ja, ey, du warst... Und wenn jetzt einer von euch denkt, oh, der Cynic lässt ja das extra drin, weil er sich voll cool fühlt, dass der hier mit Fahrt so kurz Termine ausmacht für seinen neuen Podcast, gib mal Feuer. Wer das wirklich denkt, der hat so recht. Für die KNSK, die Werbeagentur. Schöne zweite Runde von Hiding John, wir machen direkt weiter. Ja, ey, du warst für die KNSK, die Werbeagentur, bei der du arbeitest, für eine Kampagne beteiligt für den Hamburger Verkehrsverbund, um das Deutschlandticket an den Start zu bringen. Crazy, wie der recherchiert hat und das kann Hiding John sich komplett auf die Fahne schreiben. Das ist maximale Angst, Respekt, Vorsicht vor Hiding John. Also Sisyphos ist hier so tief in die Recherche reingegangen, weil der weiß, Hiding John kann einem gefährlich werden. Und natürlich auch eine Kombination aus, der weiß, der kann ihm gefährlich werden und der hat schon super viele Battles, eigentlich wurde über den schon fast alles gesagt und der ist wirklich kein interessanter Gegner. Gegen Hiding John ist halt ein Punchline-Battle, sollte es zumindest sein. Aber er hat hier einen anderen Approach, ist krass in die Recherche gegangen und jetzt geht's weiter. Arbeitsplatz. Du weißt, was kommt. Die Idee ist, ihr macht Wortspiele mit anderen Orten und was man da machen kann, um dann zu sagen, nee, Hamburg ist voll schön, bleib hier, fahr nicht hin. Sag, ob's stimmt. Also ihr werbt fürs Deutschlandticket, indem ihr sagt, fahrt nicht weg. Klar, macht Sinn.
in Thüringen mit der Tür ringen. In Görlitz als Boy chillen. In der Lausitz, das ist kein Scheiß, in der Lausitz für lau sitzen. Ey, ich denke mir das nicht aus. In Baden-Baden mal duschen. Ey. Das ist halt geil, wenn man sowas findet, wenn man einfach nur Sachen rezitieren kann, wie dumme Texte vom Gegner oder sonst irgendwas. Oder sowas. Das ist halt, du arbeitest halt, findest diese Gems, du findest diese Juwelen und musst die einfach nur rezitieren. Und natürlich so präsentieren, dass es halt wirklich lächerlich rüberkommt. Selbst sowas kann man verkacken, obwohl es sehr einfach ist, aber er macht es natürlich gut. Ist jetzt auch nicht so schwierig. Und ja, aber da, ich lasse jetzt mal kurz. Die Leute hier auf dieser Bühne, ja, ihr wisst das, die stehen hier aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche sind suchtkrank, haben psychische Erkrankungen. Ihr könnt alle 10 MCs nennen, die einen riesigen Rucksack auf diese Bühne emportragen. Du battlest hier Menschen, die nicht nur in Siegen alles verloren haben. Du battlest Menschen, die kämen ohne das hier gar nicht mehr runter vom Scheißsofa. Dealer hat's nicht mal zum Event geschafft. Das Leben ist nicht leicht, Jonas. Du battlest, weil Desert Eagle... Dessert-Igel? Geil, oder? Ey, wenn Kevin sagt... Also, ich glaube nicht, dass es 10 MCs gibt, für die Battle Rap das einzige... Okay, sagen wir, ich glaube nicht, dass es 10 bekannte, gute MCs gibt, für die Battle Rap jetzt so ein riesen Anker ist und dass die jetzt da ohne das gar nicht mehr klarkommen würden. Und ich habe kurz einen Take zu diesem Thema. Ich habe ja selber auch schon Texte für andere geschrieben, auch so Skripte für Reels oder für Sketche, wo ich das sehr runterdummen musste, weil es nicht mein Humor ist, also nicht mein Comedy-Humor, mein Battle-Rap-Humor ist ja noch ein bisschen stumpfer, auch nicht mein Comedy-Humor, sondern man muss da wirklich runterdummen und ich kann das nachvollziehen und irgendwie ist es kein Angriffspunkt, aber es ist natürlich im Battle ein Angriffspunkt, also er steht da jetzt und rezitiert Sachen, für die Hiding John quasi verantwortlich ist. Aber das sind ja keine Sachen, mit denen Hiding John selber auf die Bühne gegangen ist. Also wenn der so wacke Scheiße auskackt, um damit Geld zu verdienen, dann gibt es da eigentlich keinen Angriffspunkt bei. Aber auf der Bühne kannst du es halt nicht widerlegen, weil der steht ja vor dem als Battle-Rapper und er wirft ihm vor, was der für eine wacke Scheiße, wofür der verantwortlich ist. Dass das jetzt in seinem Privatleben so ist und der damit einfach leicht Geld verdient und seinen eigenen Humoranspruch runterschraubt, tut ja nichts zur Sache. Deswegen ist es eigentlich, kann man den damit nicht dissen, aber in einem Live-Battle kannst du ihn hart damit dissen. Ich hoffe, es war verständlich. Leben ist nicht leicht, Jonas. Du battlest, weil Desert Eagle, Dessert-Igel, geil, oder? Ey, wenn Kevin sagt, er fängt Kugeln für seine Friends, dann findest du, dass das aus seinem Mund zum Lachen ist. Weil in seinem Umfeld ja offenbar niemand bewaffnet ist. Du hast halt wirklich Rhetorik studiert, um bei einem Rap-Event zu erzählen, du weißt nicht, was eine Metapher ist. Ey, das ist so... Geil, auch die Art und Weise, der macht das nicht so, also wie ich es meistens mache oder andere auch machen, so den eigentlichen Punch so voll vor die Stirn, so ganz simpel, sondern schon ein bisschen von der Seite. Der Style gefällt mir voll. Mein Scheiß. Apropos Rhetorik, ihr habt keine Ahnung, mit wie viel Hass ich das schreibe. Ey, das machst du. Und da ist auch klar, Sisyphos ist auf einem anderen Level als Hiding John. Damit will ich nicht sagen, dass der bessere Punchlines schreiben kann, aber versatile as fuck, a battle rap brain ist am Ballern, glüht durch. Ja, also krasse denktechnische Bandbreite, die der hier an den Tag legt. Das machst du gegen Kiruma, Kevin, Mars, Steel, Julo in 100 Fällen. Du machst sogar zweimal das gleiche. Hä? Wie? Du fickst mit deinen Jungs? Ich kann mir das null vorstellen. Jonas, dein bester Angle ist einfach, dich unfassbar dumm zu stellen. Und das ist Analyse, das geht auch rein, das trifft. Und nichts, was Heiligen John gesagt hat,
trifft. Es trifft zwar zu, aber es trifft nicht. Gutes Zitat. Wenn einer fragt, das ist von mir. Die Punchline trifft zwar zu, aber sie trifft nicht. Du bist offensichtlich. Du bist offen. Und Hiding John ist so clever, dass er es auch abnickt. Also der ist schlau, der versteht, was der meint. Ist, ja, was soll ich dir sagen, Alter, das stimmt. Der lässt jemanden dumm aussehen, der nicht dumm ist und auch nichts Dummes sagt. Das ist eine krasse Leistung von Sisyphos auf jeden Fall. Du bist offensichtlich, genau wie ich, begeistert und geprägt von Straßenrap. Du verstehst offensichtlich sehr gut die Bildsprache, die sich durch deren Parts erstreckt. Deine Herablassung ist mir so hart suspekt. Jonas Adamek weiß ganz genau, wie euer Arschloch schmeckt. Ey, denn du machst Gunbars. Du machst Gunbars, aber ironisch, weil du ja nicht aussiehst wie die Bloods oder Crips. Nee, du siehst aus, als hätten sich Lord Farquaad und Fiona am Ende doch noch gekriegt. Du machst Gunbars. Mach bitte, aber meinen Sie jedes Mal ernst. Ich habe deine Selbstironie verstanden, aber Lars Unlimited ist 10 Jahre her. Guck mal meine Barfußschuhe, guck mal meine Plauze, guck mal mein Kopf, wie schief der ist. Guck mal, Bars über mein Aussehen, ziehe nicht. Jonas, die Hälfte deiner Parts sind predict. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr gut. Oh. Angles, die du flippst, dein Aussehen ist für niemand so ein großes Thema wie für dich. Und dann wunderst du dich, denn jeder rappt über Johns Körper. Ich wundere mich, keiner rappt, du siehst aus wie jede Figur aus Bob's Burgers. Was los? Kenne ich auch nicht. Bars über Prügeleien. Bars über Prügeleien. Über Drogen. Über Sex. Über Tod. Über Hass. Über Angst. Über Liebe. Über Gangs. Über Friends. Rape-Bars. Gun-Bars. Du kannst dich über all das lustig machen. Weil du davon kein Teil bist. Weil du dich jedes Mal selber markierst als der kleine, nerdige, hässliche, mopplige, halslose Hiding. Kein Plan, was daran geil ist. Das ist echt eine fürchterliche Vorstellung von Selbstfürsorge. Mach dich doch nicht so fertig, weil ich da gerne Selbstfürsorge, Angriffsfläche minimieren, die eigenen Schwächen benennen, um zu zeigen, dass es dir egal ist. Jonas, wenn mir was egal ist, rap ich darüber gar nicht. In deiner Insta-Bio steht, bester Battle-Rapper der Welt. Du nennst dich selbst studierter Clown, der auf Battle-Rapper macht. Statt einer Provokation lädst du Outtakes hoch. Wie lächerlich ist das? Du willst, dass wir dich ernst nehmen. Ich will, dass du das selber erstmal machst. Du hast... Gänsehaut. Gänsehaut. Tja, Junge. Ist das böse. Ich glaube, das ist die geilste Runde, die Hiding jemals kassiert hat. Also bestimmt kann man sich geiler über den lustig machen, eine lustigere Runde schreiben über sein Aussehen. Aber das ist Kingshit, was Sisyphos hier macht. Der nimmt den gerade böse auseinander. Du hast dich in deiner Selbstironie so krass ernst gemacht. Jonas, wenn mir was egal ist, rap ich darüber gar nicht. In deiner Insta-Bio steht, bester Battle-Rapper der Welt. Du nennst dich selbst studierter Clown, der auf... Ich kann alles, was der sagt, zu 100% nachvollziehen. Also... Ja, das wären auch meine Gedanken gewesen. Ich glaube, ich hätte es nicht so geil rüberbringen können. Hätte es anders gemacht, weil es auch nicht mein Style ist, aber ich verstehe das zu 100%, was der meint, wovon der redet und warum der das abfuckt. Auf Battle Rapper macht, statt einer Provokation lädst du Outtakes hoch. Wie lächerlich ist das? Du willst, dass wir dich ernst nehmen. Ich will, dass du das selber erstmal machst. Du hast dich in deiner Selbstironie so krass verschanzt. Das sagt mir nichts. Nur, dass du dich nicht für den besten Battle Rapper der Welt hältst. Wovor hast du Angst? Du bist ein schöner Mann. Und dass die das witzig finden, ist eklig genug. Aber du hast selber gerade gelacht. Du musst es in jedem Battle vorwegnehmen. Du siehst es ähnlich und ich kann nur ahnen, wie weh das tut. Zeit. Und er muss halt wirklich lachen. Zieh, Alter. Schwer, starker Tobak. Harter Tobak. Und dass die das witzig finden, ist eher ein Mann. Wovor hast du Angst? Du bist ein schöner Mann. Eieieiei, ist das entlarvend, ey. Das ist wirklich böse. Das ist so gut, ey. Und dass die das witzig finden, ist eklig genug.
aber du hast selber gerade gelacht. Du musst es in jedem Battle vorwegnehmen. Du siehst es ähnlich und ich kann nur ahnen, wie weh das tut. Zeit. Klare Kiste an Sisyphos. Und mit klar meine ich nur, also das ist jetzt Heiding Johns Runde war jetzt eine 8 von 10 oder eine 9 von 10 für seine Verhältnisse und Sisyphos war 10 von 10. Also es war lustig und aber auch ins Herz und Stempel aufdrückend, was ja die besten Runden ausmachen. Runden, womit du deinen Gegner auf lange Sicht einen Stempel aufdrückst oder schadest oder Leute zum Nachdenken bringst über diese Person. Puh. Berlin, weiter noch eine letzte Runde. Beginnt bei Heiding John. Ihr habt es gerade gehört. Ich war bei seinem Theaterstück nur eine halbe Stunde dabei. Aber diese halbe Stunde reicht für eine halbe Stunde an Lines. Denn für sein Theaterstück Lenz hat Tristan... Und ich habe das schon mal gesagt, das ist ja auch so ein Credo von mir. Heiding John hat jetzt die Stimmung gesettet. Heiding John hat jetzt den Ton gesettet. Entschuldigung, Sisyphos. Oh ja, hier. 500 Millionen? Da war wohl jemand in Geschichte nicht da. 500 Millionen Juden? Sinek, übertreibt man nicht. Wer sind diese Kreaturen, die da, die sowas schreiben? Oh mein Gott, ey. Boah. Scheiße. Das ist ja dann... Also ich habe einen Kern, aber sobald Videos ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, kommen natürlich auch mehr Krepels-Leute dazu. Oh Mann, ey. Jemand verspricht sich und man schreibt einen Kommentar dazu, wie sich jemand verspricht. Nur eine halbe Stunde dabei. Aber diese halbe Stunde reicht für eine halbe Stunde an Lines. Sisyphos hat jetzt hier den Ton gesettet durch die schwere halbe zweite Runde. Es ist jetzt nicht mehr lustig, Punchline, hihi, haha. Es geht jetzt in die Tiefe. Jetzt wurde ein Charakter analysiert, es wurde ein Verhalten analysiert, es wurden treffende ins Herz Punchlines rausgegeben. Und das ist jetzt erstmal die Stimmung der Crowd, des Battles. Und das ist jetzt echt schwer, da mit lustigen Sachen noch anzukommen. Denn für sein Theaterstück Lenz hat Tristan S. einen Text von Georg Büchner mit Hilfe von ChatGPT reinterpretiert. Und wenn das für euch nicht gut klingt, dann geht es euch wie mir. Was für eine Scheiße. Da gebe ich doch nicht einen Teil meiner Gage für aus. Da habe ich lieber dein Match mit Rob Skewer nochmal angeschaut und dann doch Karten gekauft. Aber was ich da gesehen habe, oh Junge, denn Sisyphos, der spielt im Theater Kiel nicht im Nebensaal. Der spielt nicht im Hauptsaal, das ist Sisyphos. Stimmt. Ich weiß jetzt noch, was kommt. Das ist wirklich bitter. Für den fahren die groß auf, Mann. Da standen nicht weniger als 15 Klappstühle im Flur vor dem Notausgang. Ey, da hast du dir ja richtig was aufgebaut. Ich kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Lack Sisyphos kommt in dein Flur. Flur ausverkauft. Und diese Reaktionen sind hart viel Arbeit. Dafür musst du schon sehr lustige Lines bringen. Und die hat er gebracht. Und auch dieses Bild. Also ich habe halt ein Bild im Kopf, wie halt wirklich Sisyphos irgendwo Theater spielt vor 15 Leuten im Notausgang so. Und versteht mich nicht falsch, ne? Ich lache darüber, weil ich gehässig bin. Aber ich weiß natürlich, dass das zu jedem Künstlerdasein dazugehören sollte. Ich habe ja, wer von euch die Podcast-Folge hier, Gib mal Feuer, mit Ozan Yaran gehört hat, der hat jetzt 330.000 Follower, spielt Hallen mit 3.000, 4.000, 5.000 Leuten, spielt irgendwann vor fünfstellig Leuten, vor 10.000. Schon für Mercedes-Benz Arena und der hat ja auch erzählt von seinen ersten Auftritten, da ist er da hingefahren, da waren dann 9 Leute, dann muss man hier im Foyer darf man nur spielen, weil es für den großen Raum nicht reicht, aber es ist halt lustig, einen Battle-Rap-Kollegen damit zu fronten, der einen auf dicke Hose macht auf der Bühne und es ist halt einfach ein lustiges Bild, wie Sisyphos da vor 1500 Leuten steht oder an dem Tag waren es, weiß nicht, 900 oder 1000, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ausverkauft war, dann aber aufzeigt, wie er, und er ist schon lange Schauspieler,
wie er dann vor 12 Leuten vor dem Notausgang spielt, was auch respektabel ist. Da musst du auch erstmal abliefern, aber natürlich ein lustiges Bild. Und ich dachte, die Crowd würden einfach nur Rentner sein. Aber nee, das war der Ältestenrat vom Demenzverein. Die waren schon leicht am Verwesen. Das Spannendste am Stück war nicht der Scheiß, den du redest, sondern zu schauen, ob die grauen Herren Akt 2 noch erleben. So alt und verbraucht, wären die als MC mal hier bei uns gewesen, wird die Community den glatten Title-Shot geben. Aber wenigstens... Seitenhieb an Niles. Sonst hattest du für die alten Leute einen crazy Act am Start. Redest dich da eine Stunde lang in Rage. Ich dachte erst, du performst dein Davy-Match nochmal. Und ich meine, ich hab von Theater keinen blassen Dunst. Aber spätestens, als du panisch schreiend Kreise durch den Flur gerannt bist, wusste ich, ah ja, das ist Kunst. Und mitten im Stück rennt er ins Publikum mit irgendeinem Kabel, drückt es in die Hand von einer verwirrten alten Dame und sagt, erreichte Oberlin die Gärten mit dem Begehren, er möge ihn damit schlagen. Sie schaut ihn entgeistert an, versteht gerade nur Bahnhof. Du wiederholst es nochmal, peinliches Schweigen, ja da warst du planlos. Kann ja keiner ahnen, dass die Gäste keinen Bock haben auf Sadomaso. Und als du dann noch den Typen neben ihr aufgefordert hast, dich auf den Mund zu küssen, ja, da war nicht nur ich geschockt. Heute im Theater wieder sexuell belästigt werden. Richtig Bock. Dass du... Ich hab da auch kein Empfinden für. Weil ich bin ja eher so ein... Also ich gucke kein Science-Fiction und sobald es bei Kunst irgendwie abstrakt wird, macht bei mir irgendwas zu, das wisst ihr ja. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man so einen Monolog vor alten Leuten hält, aber wenn es verrückt wird, also es hört sich halt wirklich crazy an und manche Sachen sind halt auch so, wo man, glaube ich, auch als offenerer Mensch, als ich es einer bin, sagen muss, das ist jetzt, glaube ich, keine, ist das Kunst? Ist das, wenn wir jetzt einfach nur irgendwie, das ist ja dieser Klassiker mit irgendwo gegen eine, auf ein Bild, auf eine Leinwand kacken und einfach irgendwie ausstellen oder Fäkalienausstellung machen, ein Kind irgendwas beschmutzen lassen, das dann verkaufen, weil irgendjemand der Meinung ist, das ist was wert. Ganz schwierig. Die Szene 3 Jahre lang ghostest. Klar mag man das nicht. Aber das er war 3 Jahre weg. Crazy. Alle sind weg oder waren mal weg. Außer Taggy und Cynic. Dass du 3 Jahre weg warst, um so eine Scheiße zu konzipieren, das ist ein Schlag ins Gesicht. Aber ich komme ja nur her, wenn es mir schlecht geht. Bruder, halt die Fresse. Du hast einfach nach 100 Auftritten in Fluren schon vergessen, wie sich's anfühlt, vor einem echten Publikum zu acten. Also check den Wert von deiner Kunst bitte echt mal. Das sind 15 Klappstühle gegen 1000 Fans im Festsaal. Spiel dich nicht so auf, Tristan, du brauchst Dilltilly. Außerhalb von hier spielst du Kleinstrollen in Böser Wolf, ein Taunus-Krimi. Aber Großmutter, warum hast du so ein großes Ego, wenn deine Kunst außerhalb von hier keinen juckt? Ich würde ja Jokes über deine Fernsehauftritte schreiben, aber den Scheiß hat kein Schwein geguckt. Ja, die geplagte Künstlerseele sucht nach Anerkennung, doch die erfolgreichen Schauspielfreunde chillen unter sich. Du bist und bleibst ein Teil dieser Szene, Tristan, ob du willst oder nicht. Und wenn der Vorhang fällt, also in deinem Fall die Notausgangstür, merkst du, du kommst nirgendwo groß raus, nur hier. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen Richtung Ernst ging, wo Heiding ein bisschen böser wurde, jetzt im dritten Part, zweite Hälfte vom dritten Part, sehr, sehr gut. Immer noch nicht Sisyphos-Level, nicht von der Qualität, sondern vom Ernsthaftigkeitsgrad, nenne ich es jetzt mal. Aber geil und richtig und treffend. Du spielst vor 12 Leuten, also du bist schon sehr lange Schauspieler und bist offensichtlich nicht erfolgreich in dem, was du machst. Und da kann man natürlich leicht draus machen. Jetzt holst du dir hier, wo du weißt, hier sind ein paar mehr Leute, hier performst du besser. Du kannst da zwar nicht mit deinem Leben mitgestalten, mit Battle Rap, aber das ist das Einzige, was du hast, wo dich Leute respektieren, wo du vor mehr als so und so viel Zuschauern auftreten kannst und wo du deinen Fame bekommst. Hey, Trauer äußert sich ja bekanntlich manchmal als Schmerz und Wut. Wir wissen alle, dass das so ist. Tristan, du brauchst Dilltilly. Jonas, sag einfach, du hast mich vermisst. Yes. Du rappst gegen Joe Farrow, Kevin, Phasenkind und Mars über psychische Erkrankungen. Über Sachen, die sie richtig quälen.
Das kannst du im Gegensatz zu ihnen nur machen, weil du der Inbegriff bist von quietschfidel. Breitgrinsend rappst du über Selbstmord ganze Runden. Wer den Mops im Haferstroh gesucht hat, hab ihn gefunden. Du sagst, Depressionen sind nichts, mit dem man flexen kann. Ich sag, das ist alles eine Frage von Perspektive. Du fühlst nichts mehr außer ironische Herablassung, da sind mir Depressionen lieber. Aber du willst dieser Hiding John sein, dem keiner was kann, weil alles nicht schlimm. Weil es nicht wehtut, wenn man lacht, was einfach nicht stimmt. Du willst dieser Hiding John sein, der lacht, wenn andere ihren Schmerz in Battles teilen und selber über Gemüse rappt, weil über ihn selber fällt ihm nichts ein. Deswegen stimmt es, was du sagst. Du hast recht, du machst nur auf Rapper. Rapper wirst du nie. Du bist kein Artist, du bist ein Konzept, eine Kontrast. Boah, so wie der gerade mit dem redet, hätte ich mir so mal gewünscht, dass der auch mal gegen Bong Taggy gebattelt hätte. Boah, Sisyphos wäre, glaube ich, ein Albtraumgegner für Bong Taggy. Weil der ja genauso ist. Extra keine Accounts, kein Output, keine Angriffsfläche. Der hat am Anfang bei Rapper Mittwoch nicht mal seine Adresse. Also der hat so, dass keiner weiß, wie der wirklich heißt und wo der wohnt. Und also Geheimniskrämer seit Tag 1. Nichts preisgegeben. Wie gesagt, kein Output. Immer extra so gemacht, damit keiner sagen kann, voll der Schönling. Also wirklich grausame Vermeidungstaktik. Sisyphos wäre ein absoluter Endgegner für Bong Taggy. Weil Bong Taggy ein überkrasser Battle-Rapper ist, mit null Persönlichkeit und null Profil und null Wiedererkennungswert und einer Angsthasentaktik. Ich glaube, Hiding John könnte den richtig massakrieren. Astfolie, eine Parodie. Du bist nichts, außer anders als die. Du beherrschst die Form, du beherrschst den Humor, du beherrschst den Stil, du bist Rhetoriker, du kannst sehr gut reden, nur nicht von dir. Das ist keine Punchline. Kein Versuch, dich anzugreifen. Du kannst den Schmerz als Chance begreifen. Doch, das ist eine Punchline, natürlich ein Versuch, dich anzugreifen. Schön, dass er es sagt, aber es stimmt natürlich nicht. Das ist überragend, was er da macht. Ein Aktenzeichen, Wachstumsstreifen, denn ich weiß, du wärst sehr gerne fitter. Ich weiß, du hast manchmal große Angst. Ich weiß, du kennst Liebeskummer. Ich weiß, dir ist sogar der Tod bekannt. Ich weiß, du hast Gefühle, für die du dich schämst. Du hast Gedanken, über die du nicht sprichst. Und weißt du, warum ich das weiß? Weil genau so fühle ich mich und er und sie und er und alle. Nur du stehst hier und tust so, als ob es dich nicht betrifft. Das ist lächerlich. Ey, wir kennen nicht den gleichen, doch wir beide kennen Schmerz. Du kannst es nicht verhindern. Ich nehme dich ernst. Und da war ich oben. Da war ich so, okay, hör auf. Lass ihn in Ruhe. Also mir ist das gar nicht mehr so in Erinnerung geblieben. Das ist keine Roasting-Session, das ist kein Buddy-Bag, aber mir ist nicht mehr in Erinnerung geblieben, dass die beiden, mir ist das nur in Erinnerung geblieben als unfassbar hochklassiges Battle, aber nicht, dass der Unterschied in der Herangehensweise und in der Umsetzung von Hiding zu Sisyphos so groß ist. Das ist für mich eine der geilsten Punchlines ever. Die ist durch die zwei vorigen Runden aufgebaut, durch einen Teil der dritten Runde auch schon aufgebaut. Das Bild, was er von ihm zeichnet, wie er selber drauf ist, das ist, für mich ist das genial. Für mich ist das genial. Für viele mag das kein Punch sein, nach dem Motto, ja, wo ist der Reim oder hä? Verstehe, aber ich glaube auch genug von Leuten, die mir folgen, die auf demselben Level sind, die können verstehen, warum ich diese Line unfassbar krass und böse finde. Und geil. Battle Rap. Fühle, für die du dich schämst. Du hast Gedanken, über die du nicht sprichst. Und weißt du, warum ich das weiß? Weil genau so fühle ich mich und er und sie und er und alle. Nur du stehst hier und tust so, als ob es dich nicht betrifft. Das ist lächerlich. Ey, wir kennen nicht den gleichen, doch wir beide kennen Schmerz. Du kannst es nicht verhindern. Ich nehme dich ernst. Ich sehe den Battle-Gegner. Ich sehe den Mensch. Und stehst du auf einer Brücke, sodass dich vom freien Fall ein halber Meter trennt, dann bin ich die Stimme in deinem Hinterkopf, die sagt, Jonas, was wäre wenn? Spürst du auf der Treppe das fiese Stechen in der Brust? Bin ich der heimliche, erleichterte Seufzer? Vielleicht ist endlich auch mal Schluss. Ich bin der WhatsApp-Chat, in dem deine Freundin dich verlässt. Ich bin der heimliche, erleichterte Seufzer, der sagt, es geschieht dir eigentlich recht. Ey, ich bin die süße Versuchung, wenn der Zug auf das Gleis einfällt. Versteh mich nicht falsch, das ist ein Tanz auf der Rasierklinge, den er macht. Passt auch geil zum Thema. Den er da macht, weil das ist so, ist jetzt kein Pathos-Gelaber, aber es ist sehr, sehr bedeutungsschwanger und eigentlich sehr, sehr drüber. Aber es passt noch genau rein, dass es richtig geil ist.
Ich bin die Stimme, ich bin dieser Seufzer. Das ist eigentlich so, come on, aber hier passt es perfekt rein und es ist nicht genau nicht drüber für meinen Geschmack. Ich bin der WhatsApp-Chat, in dem deine Freundin dich verlässt. Ich bin der heimliche, erleichterte Seufzer, der sagt, es geschieht dir eigentlich recht. Ey, ich bin die süße Versuchung, wenn der Zug auf das Gleis einfährt. Ich bin die Narbe, wegen der du lange Kleidung trägst. Ich bin das, wie geht's dir? Das Gut. Und ich bin die innere Stimme, Mann, du lügst. Ich bin der Friedhofsbesuch, auf dem du gar nichts fühlst. Aber wenn du vor dem... Das sind natürlich auch unfassbare Bilder. Ich weiß nicht, inwiefern der da am Vorteil ist, weil der Schauspieler ist und solche Skripte auch schon gelesen hat, inwiefern das seine Skills irgendwie steigert, dass der sowas in seinem Repertoire hat. Aber das sind natürlich auch geile Bilder und viele geile Bilder. Viele Situationen, mit denen jeder was anfangen kann, die reinknallen. Im Spiegel stehst, alleine. Sisyphos gegen Mikesh wäre auch ein geiles Ding gewesen. Nackt und deine Ironie dir nicht hilft. Dann bin ich auch das Klingeln an der Tür und 2 Liter Ben & Jerry's, das in den Fingern schmilzt, wenn du zu My Sex is on Fire deine Wohnung saugst. Dann stepp ich an die Regler und drehe nochmal laut, wenn du... Das ist überragend. Ich bin alles Negative, ich kann aber auch alles Aufbauende sein. Richtig schön, Maximum Props an das Werk, möchte ich schon fast nennen, von Sisyphos. Dich hässlich fühlst und die nächste Krise dich holt, dann bin ich Schönheit ist eine kollektive Fiktion, wie Religion, und macht sich für dein nächstes Battle. Jetzt hat er mich natürlich endgültig. Out. Wenn du dich hässlich fühlst und die nächste Krise dich holt, dann bin ich Schönheit ist eine kollektive Fiktion, wie Religion. Eine kollektive Fiktion, wie Religion. Und macht sich für dein nächstes Battle. Dann hiding sexy fucking Jonas für den Kampf bereit. Dann bin ich der Badeanzug, den du trägst. Und Bruder, das käme anders. Nice. Ich bin das, ich hab Angst. Ich bin das nur nicht vor dir. Ich bin die schlaflose Nacht, die dir die Lunge zuschnürt. Ich bin der Morgen danach. Die Sonnenstrahlen, die dich wecken. Ich bin die leise Ahnung, es wird besser. Ich bin Sisyphos. Und Bruder, lass rappen aus. Das Ende verstehe ich nicht, das ist so ein Representer-Ding, aber... Ich gehe direkt, also zum Glück habe ich die erste gar nicht erst gejudged. Lass die erste ruhig an Heiligen John geben. Die zweite und dritte gehen für mich klar an Sisyphos. Dickerchen, ich hoffe, ihr wisst, also es ist kein klassisches bestes Battle des Jahres. Das muss man auch mal festhalten. Es ist kein Battle, wo jetzt, wie soll ich sagen, Entschuldigung. Obwohl für Dilti die Verhältnisse eigentlich schon. Es ist jetzt kein Haha, yeah, haha, yeah, sondern es gibt Emotionsschwankungen. Es gibt ein Rauf und Runter. Es gibt einen tieferen Teil. Es gibt ein bisschen Tragik da drin auch, um jetzt mal in Sisyphos Horn zu blasen. Pause. Ja, für mich ist das ein 2-1 an Sisyphos. Für mich ist das, was Sisyphos das da macht. Ich weiß nicht, ob es Next Level ist, aber eigentlich schon. Ich glaube, ich habe das, was Sisyphos da gemacht hat, habe ich, wenn nicht überhaupt nicht, sehr, sehr selten gesehen, was natürlich auch schon wieder schwer macht für sein nächstes Battle und den nächsten Gegner. Aber Hiding John war ein überragender Hiding John, aber Sisyphos hat gezeigt, dass er das, was Hiding John kann, lustige Lines auf den Gegner bezogen, zwischendurch easy einstreuen kann und aber noch Winkel aufmacht, Angriffspunkte aufmacht, die halt wirklich... Und ich finde das deswegen so genial oder so außergewöhnlich, weil er es halt gegen einen Hiding John macht. Und nach dem Motto, don't worry, I'll wait, show me, zeig mir ein Battle, wo Hiding John richtig schlecht aussieht. Und genau, ich zeige euch einen Bong-Taggy mit Persönlichkeit. Es war ein sehr, sehr schönes Auge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Zum Schluss nochmal was Ernstes. Obwohl das sowieso, ich eh nicht für Klamauk so stehe. Leider ist ein Bekannter gestorben, der in der Battle-Rap-Szene seine Fußspuren hinterlassen hat. Der Martin, viele von euch oder manche kannten ihn vielleicht als Presto,
als Presto. Ich habe in Berlin die erste Veranstaltung, wo ich da war. Das erste Freestyle-Battle, was ich jemals live gesehen habe, was mich komplett von Socken gehauen hat, war RV gegen Presto. Moppelbin, Natascha Kampusch mit dem Doppelkinn. Also die haben sich gegenseitig, RV kann ja auch krass freestylen, das wissen ja viele gar nicht. Genau, das war einfach Presto und dann habe ich natürlich auch zwangsläufig kennengelernt und der war einer der ersten in Berlin aus dem Battle-Rap-Zirkus, die mich unter die Fittiche genommen haben, so gesagt haben nach dem Motto, du kennst hier, ich war schon connected, also ich hatte meine, ich habe im Maxim gearbeitet, ich habe Arbeitskollegen gehabt, auch hier ein Mädel, da alles super, aber er dachte, wir fanden uns nett und wir sind beide richtige Fußball-Nazis. Und er hat dann so gesagt, ey, wenn du spielen willst, lass uns, dann bin ich mal bei dem zum Training gegangen, habe ich so 2-3 Spiele auch für seine Mannschaft gemacht. Also der hatte schon zu beigetragen, dass ich mich hier noch ein bisschen wohler fühle. Das erste One Mic habe ich mit ihm zusammen gemacht. P zum R, dieser Pfad ist hier legendär. Da habe ich ihn noch so, meinte ich so, boah, geil. Was ist das für ein Flow? Wie kann man so rappen? Das ist Drop Dynamic, Presto und Cynic. One Mic, zieht euch das gerne mal rein. Und kam dann immer mal wieder auf die Battle Rap Bühne. Jeder, der ihn kannte, das ist ein Typ, der nie gehatet hat, immer gelächelt hat, immer versucht hat mit seiner Musik, hat sich oft selber neu erfunden, mit seiner Musik voranzukommen, Haare gefärbt, dann mal so einen Style gerappt, talentiert. Aber hat jetzt nicht irgendwie hat es nicht irgendwie sein sollen, dass er irgendwie den großen Durchbruch macht, war aber immer trotz, also wie gesagt, super angenehme Gestalt. Und ich wusste nicht, wie schlecht es um ihn steht. Er hat einen ganz schlimmen Krebs gehabt mit Auf und Ab, also dann Chemo und dann ging es wieder besser, da war er wieder im Urlaub und dann ging es wieder schlechter. Und ich weiß aber noch, der hat mir vor, und das muss man sich natürlich auch selber ankreiden, der hat mir vor, wann ist er gestorben? Vor 3 Wochen, lass 3 Wochen sein, vor so 3 Monaten oder so, oder 4 Monaten hat er mir geschrieben, hey Cynic, ich such dieses Video, dieses A Cappella Wackness Video, wo du dich über die dritte Runde von Mighty P lustig machst, weil das hat mich immer so zum Lachen gebracht und hat mir voll viel Kraft gegeben. Und ich dachte mir so, okay, hat dir Kraft gegeben, dann suche ich das. Hab's nicht gefunden und hab dann auf dem alten Laptop, meinte ich so, warte, wenn du das unbedingt haben, meinte mir geht's nicht so gut und ich hab aber nicht auf dem Schirm gehabt, wie schlecht es dem geht, weil er es mir nicht gesagt hat. Und dann habe ich tatsächlich auf dem alten Laptop gefunden, noch ein Ladekabel besorgt. Also ich habe mir wirklich richtig Mühe gegeben, runterladen, rausziehen. Habe dann eine Woche später oder anderthalb Wochen später hat er mich nochmal erinnert. Ich wollte nicht nerven, aber es wäre wirklich cool, wenn ich es nochmal sehen könnte. Ich so, ja, dann habe ich dem das runtergeladen, ihm den Link geschickt. Und er hat dann so Lachsmilies geschickt und sich voll dafür bedankt. Und da kriegst du einfach, zwei Monate später hörst du einfach, der hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Das habe ich auf einer Zugfahrt erfahren, habe ich den Post gesehen und das ist ja so, weil, wie gesagt, ich bin nicht religiös, ich bin Realist und eine liebe Person ist jetzt weg. Deswegen werde ich jetzt nicht sowas sagen wie, da wo er jetzt ist, geht es ihm besser oder er guckt von oben auf uns runter. Der hat hier Zeit seines Lebens den Leuten eine gute Zeit beschert. Ich kenne keine Person, die was Negatives zu ihm zu sagen hat. Er war auf jeden Fall ein sehr guter, ein sehr lieber. Und klar macht man sich selber Vorwürfe, dass man da nicht mehr rausgelesen hat aus diesen Nachrichten, dass mir das viel Kraft gegeben hat. Man hätte auf jeden Fall expliziter nachfragen können. Deswegen, und da merkt man immer wieder, ich weiß nicht, der war nicht mehr so alt wie ich, da merkt man immer wieder, man kann seine Zeit hier so und so planen, wie man möchte, aber so richtig kann man es nicht planen. Deswegen, bleibt mir nur zu sagen, lasst ihn uns in guter Erinnerung behalten, auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Rapper, guter Mensch, sehr, sehr freundlich, gutes Herz und an alle Familienangehörigen auf jeden Fall mein Beileid und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Kraft, damit umzugehen. Also, ciao.